Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Özyşık, wir wären übrigens sehr erfreut gewesen, wenn Sie uns aufgeklärt hätten, was davon denn schon umgesetzt ist. Also das können wir jetzt gerade nicht erkennen, ja? Also, dass wir in den Berliner Schulen in den nächsten Jahren immer mehr Schülerinnen und Schüler erwarten und dafür auch genügend gut ausgebildetes Personal brauchen, ist schon länger bekannt. Dass die überalterten Kollegien durch den kommenden Ruhestand verjüngt werden müssen, auch. Dass der Bildungssenat darauf mit einer Werbekampagne reagiert hat, auch. Wenn ich mir das Werbeblatt des Senats durchlese, könnte ich mir auch mehr vorstellen, was für eine Lehrkraft ausschlaggebend sein würde, nach Berlin zu kommen oder hier zu bleiben. Warum wird hier zum Beispiel nicht mit der tollen Möglichkeit geworben, in einer Gemeinschaftsschule von Klasse 1 bis 13 arbeiten zu können? Warum nicht mit der Möglichkeit in einer Schule mit jahrgangsübergreifendem Unterricht? Warum nicht mit der Zusicherung, einen Kita-Platz für die Kinder der oft jungen Neuen zu haben und so weiter und so fort? Ein wenig mehr Enthusiasmus bezüglich der tollen Stadt Berlin würde ja dann vielleicht auch nicht schaden. Und der Senat muss sich darum kümmern, dass über die Hochschulverträge geklärt wird und nicht bloß wir sind in irgendwelchen Überlegungen, Herr Özyşık, dass bedeutend mehr Lehrkräfte ausgebildet werden. Und dafür muss natürlich auch mehr Geld aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden, weil das können die Hochschulen und Universitäten nicht mal einfach so leisten. Aber all das von mir Gesagte gilt natürlich generell auch für die neuen Lehrkräfte, die wir brauchen, denn auch die in den höheren Klassen, denn auch die größere Schar Grundschulkinder kommt ja in der Oberstufe an. Und entscheidend ist natürlich vor allem, was wir Lehrkräften als Arbeitsbedingungen anbieten, die für Grundschulen gewonnen werden sollen. Da sehe ich, wie die antragstellende Fraktion auch, vor allem die Aufgabe, Gerechtigkeit im Lehrerzimmer herzustellen, nicht nur über anzubietende Fortbildung, sondern, wie von uns schon mehrfach gefordert, brauchen wir eine Gleichstellung von Angestellten und verbeamteten Lehrkräften. Und wer Herr Özyşık, weil Sie sich dazu so im Vorbeigehen äußerten, und wer A zum neuen Lehrkräftebildungsgesetz sagt, der muss auch B zur einheitlichen Bezahlung der Lehrkräfte sagen. Ansonsten werde ich mich gerne in der Ausschussdebatte zum Antrag beteiligen, weil ich mir vorstellen könnte, dass man daraus auch gut zwei Anträge machen könnte. Das eine nämlich, was die Bezahlung angeht, weil das hat eine ziemlich große Folgerung dann auch für die Veränderung, denke ich mal, von Besoldungsgesetzen und Ähnlichem. Und den anderen Teil abzutrennen. Aber darüber können wir ja gerne noch diskutieren. Vielen Dank.